Hallo Leute, der Sebastian ist hier. Guten Morgen, es ist 9:30 Uhr oder so ungefähr. Ich bin schon ein bisschen unterwegs gewesen, aber mit dem Zug bin jetzt hier in Wahn an der Müritz am Bahnhof. Es ist Herrentag oder Vatertag oder Christi Himmelfahrt oder wie immer ihr den Tag nennt. Der Zug war rappelvoll und manche Leute hatten sehr merkwürdige Musik an. Die sind zum Glück jetzt gerade ein Stück weitergezogen. Ich will heute den ersten Etappe des Havelwegs fahren. Und zwar von eigentlich Ankershagen oder so heißt das, bis Fürstenberg. Aber ich fange in Wahn an der Müritz an, habe also noch 30 Kilometer mehr. Das ist eine Strecke von fast 100 Kilometern. Ich habe mir aber einfach viel Zeit gelassen oder viel Zeit, denke ich, habe ich. Nehme ich mir einfach und dann fahren wir los. Mein Fahrrad ist da, ich bin da. Und es geht los und ich hoffe auf einfach eine schöne Zeit. Es geht mir nicht darum, schnell zu fahren, sondern eher einfach eine gute Zeit zu haben, viel Schönes zu sehen. Wetter ist super, Sonne scheint, soll auch so bleiben. Und ja, eine Sache noch, wenn es nicht nur eine, sind ein paar mehr. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne ein Like da. Und die Tour findet ihr wie immer unten verlinkt auf Komoot. Ja, und dann geht's jetzt los und wir sehen uns dann, ich denke mal, bald wieder. Gerade eben war die Müritz schon mal zu sehen, habe ich schon mal kurz gefilmt. Uiuiui. Hier scheint irgendwie Volksfest heute zu sein. Zumindest bauen die gerade auf oder sowas. Müritz Sale. Na gut, das ist noch nicht um 11, ich bleibe hier noch lang. Wir waren schon mal in Müritz, aber damals mit dem Auto. Ich weiß noch, dass hier hinten irgendwo so ein Fischer war und da gab es leckere Fischsuppe. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Und dafür ist noch ein bisschen früh. So, wir sind raus aus Müritz. Ganz schön viele Leute unterwegs, auch viele Fahrradfahrer unterwegs. Und die meisten sehr gemütlich. Und schöner Fahrradstraße jetzt hier erstmal durch den Wald. Mal gucken, wie es weitergeht. Mal gucken, welche Leute man vielleicht so immer wieder sieht entlang der Tour. Oder auch nicht, weil ich einfach ein Ticken schneller fahre. Kann natürlich auch sein. Schauen wir mal. Nur als ich aus dem Zug ausgestiegen bin, wurde ich gefragt, ob ich einmal um die Müritz fahren will. Da habe ich gesagt, nee, nach Fürstenberg. Aber das wäre vielleicht auch mal was, könnte man sich mal überlegen, irgendwann mal zu sagen, ich fahre mal um die Müritz. Das Liegefahrrad vor mir macht ganz schön Speed. So, das würde ich ja eigentlich auch gerne mal ausprobieren wollen. Die sind doch schweineteuer, die Räder. Und so viele Räder kann man sich dann auch nicht leisten. Also ich fahre die Strecke definitiv in die falsche Richtung. Der Wind kommt nämlich gnadenlos von vorne. So, fast 10 Kilometer. Wir kommen nach Federow. Ja, so. Wo immer das liegt. Könnt ihr auf der Karte nachgucken. Also wenn der Wind von vorne nicht wäre, dann wäre das Ganze noch etwas entspannter. Das ist vor allem tatsächlich für meine Verhältnisse zumindest hügelig. Das heißt, es geht jetzt öfter hoch und runter und das kostet halt auch ein bisschen Kraft, logischerweise. Juhu, abwärts.
Guck mal, teilweise ein bisschen dreckig der Radweg. Sieht auch interessant aus. Da kommt ein Auto. Das ist relativ flott. Ich glaube nicht, dass das Platz gemacht hätte für mich. Ich habe so eher das Gefühl, da hätte ich Platz machen. Da musste ich Platz machen. Jedenfalls fahren wir jetzt Straße schon eine Weile. Ich vermute, es geht auch noch eine Weile weiter. Straßen werden gerade immer schmaler. Aber tatsächlich sehr wenig Verkehr. Also es ist irgendwie das dritte Auto oder so. Fünfzehn Kilometer haben wir. Da ist der zweite Bahnübergang. Unbeschränkter Bahnübergang, die zweite. Hatte ich schon mal ein. Oh, und dahinter sieht die Straße aber toll aus. Schönes Kopfsteinpflaster. Tja, und was es runtergeht? Das geht kurz danach wieder hoch. Eine nicht ganz so optimale Straße. So, Stunde unterwegs. 23 Kilometer. Ein entspanntes Tempo. So, da sind wir in Ankershagen. Oh, da hat man gerade noch zwei Rennräder gesehen. Gleich ganz kurz. Die haben mich gerade überholt. Heute ist morgen gesagt. Waren den Ticken schneller. Hier kann man mal ein bisschen runterdüsen. Die Straße eben war eine Zumutung. Muss ich echt sagen. Also, so viel Schlaglöcher, ja, zum Teil ist man da Slalom drum gefahren. Das war nicht schön. War wirklich nicht schön. Hier ist es gerade eine Karte, Rad. Da geht gerade das Auto an. Wollte gerade anfangen zu erzählen, da machte der hinter mir das Auto an. Also hier Radwegennetz der Müritzregion. Ja. Dann ist hier eine große Karte und wir sind in Bayern an der Müritz los. Hier so lang und dann hier hoch und hier lang und hier lang und hier lang und jetzt hier in Ankershagen und fahren jetzt hier runter. Irgendwie so. Mal gucken. Achso, und hier machen wir einen kleinen Abstecher zur Havelquelle. Ich hoffe, das ist mit dem Rennrad machbar. Wenn nicht, muss ich den kleinen Abstecher schieben oder so. Aber eigentlich will ich ja dahin. Also, weiter geht's. Ein paar Pferde an der Seite, die ich mir jetzt ausborgen kann. Dahinter scheint so eine Art Gutshof oder kleines Schloss zu sein. Ich fahre mal wieder auf die richtige Straßenseite. So, und jetzt geht's geradeaus zum Parkplatz Havelquelle. Nachher müssen wir dann da hoch. Relativ unscheinbar. Ich wollte eigentlich direkt da filmen, aber wir müssen mehr filmen.
die zwei Radfahrer, die da waren, sind dann gerade los und dann kam so eine Gruppe von 8 Leuten. Ja, und die haben sich da breit gemacht, da war nichts mehr mit Film. Von daher geht es jetzt weiter, unscheinbar, aber es ist der Anfang der Havel. Beziehungsweise dahinter ist ein See, also ich vermute mal tatsächlich, dass da sich im Endeffekt die Havel aus dem See speist. So. Ja, hier das Stück unbefestigt wieder zurück. Es ist aber relativ gut zu fahren. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das als offizielle Straße gilt. Es ist interessant, sagen wir es mal so. Solange kein Auto kommt, ist alles gut, glaube ich. Willkommen in Kratzeburg. Kratzeburg hat eine Bahnstation. Da bin ich heute schon durchgefahren. Ob es hier sonst mehr gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Drüben kann man irgendwas kaufen. Haben wir nicht gesehen, was. Turmhügel Schlossberg. Jetzt eher der Platz für Schafe. Genau. Schwör dich mal. Und Lämpchen. Also sind keine 10 Kilometer gefahren von der Havelquelle, mit dem Fahrrad zumindest. Und die Havel sieht schon so aus. Das ist schon ganz schön breit. Also das sind schon 3,5 Meter, die da vorne breit ist. Das finde ich ganz schön krass. Also relativ schnell, relativ doll breit geworden. Also ich muss sagen, die Tour bis jetzt gefällt mir zum größten Teil ziemlich gut. Und so kommt hier mal ein Auto auf dieser Hockelstraße. Kleine Dörfer, eigentlich größtenteils ziemlich gute Wege. Und ja, wenn man mal so schwenkt, viel Seen, viel Wasser, ja, das ist schon ziemlich cool. Macht echt Spaß. So, guten Appetit. Fischfilet mit Kartoffelsalat und Krautsalat. Ich habe über eine halbe Stunde da angestanden. Boah, da war so viel los. Und Mücken natürlich. Aber der Fisch schmeckt. So soll es sein. Weiter geht's. Mittag gegessen. In dem Ort ein Stück weiter gab es ein Mini-Café. Es hieß im Turm. Das muss irgendein alter, ich weiß nicht was Turm gewesen sein, war nicht besonders hoch. Aber gute Espressomaschine, leckerer Espresso. Kleines Eis gehabt. Sehr zufrieden. Und jetzt, ja, ist sozusagen die zweite Hälfte der Tour dran. Wir haben ungefähr die Hälfte runter tatsächlich. So, oder wenn es jetzt eine ganze Weile auf der Straße lang ging, ist mal wieder ein Radweg. Vor allem dieser Radweg ist zwar wirklich schön eben, zumindest bis jetzt. Die Straße war eher ein Brrrr. War kein Kopfsteinpflaster, aber nicht wirklich eben. Und bei über 30 wird man dann da schon ein bisschen durchgeschüttelt.
dieses Hügelige geht in die Beine. So, ich hoffe, der bremst da vorne nicht zu doll. Für den Hügel in Mauer und Imbiss und ein See. Wir halten hier mal an. Jetzt hier lang. Okay. Hier habe ich jetzt also nur das Hinweiszeichen Fahrräder hier lang gesehen, aber kein Hafenradweg-Schild. Das wäre dann also so eine Stelle, wo man anhalten müsste und gucken müsste aufs Handy oder auf die Karte, ob man hier richtig ist. Und irgendwann hatte ich schon mal eine überholt. Diesmal kommt eine Pferdekutsche von vorne, aber wir fahren ja daneben. Aber dieser Weg hier, zum Teil hat er ganz schöne Kurven drin und ist recht schmal. Also wenn dir hier jemand entgegenkommt, ja, da muss man mal erstmal aufpassen und Platz machen. Oh, okay. Fußgänger überholt, die Kinder haben die Flagge gebraucht, um zur Seite zu gehen. Das ist aber okay. Gucken wir mal, wie es hier wird. Hoch geht's. Uff. Uiuiui. Ich habe gerade das Gefühl, ich bin hier schon mal lang gefahren. Das war, als ich mal von Fürstenberg nach Neustrelitz gefahren bin. Da vorne. Achtung, gefährliche Kurve. Interessanterweise zeigt mir mein Navi das nicht. Achtung, gefährliche Kurve, ja, hat man gesehen. Ich habe das Gefühl, ich bin hier von Fürstenberg nach Neustrelitz mal lang gefahren. Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, aber es fühlt sich so an. Wenig los, schöne Kurven, ein bisschen hoch und runter, auch nicht zu viel. Und der nächste See. Ja, hier mal ein bisschen langsamer. Ich glaube wirklich, das ist die Strecke, die ich schon mal gefahren bin. Von Fürstenberg nach Neustrelitz. Weil wir sind nicht von Neustrelitz gekommen, das heißt, irgendwo muss man dann abgebogen sein. Ich glaube, an hier, das hier vorne erinnere ich mich. Da war ich nämlich damals komplett lost
Und ich war nicht der Einzige, der da vorne stand und dachte, wo geht's denn jetzt weiter? Und wir wussten es nicht. Ich glaube, wir müssen da vorne links. Aber wir wussten es echt nicht. Hallo. Hallo. Mal. Ah, wir haben einen Hektar. Ja, genau. Und irgendwie war die Ausschilderung nicht gut. Ja. Motorisierten Kollegen einmal hier durchlassen. Genau, und ich bin dann auch zuerst ein Stück auf der anderen Seite gefahren. Aber das war dann irgendwie komisch. Und dann bin ich zurück. Irgendwie habe ich es gefunden, aber es ist aber nicht so richtig schön. Das da drüben ist natürlich jetzt lustig. Da müssen wir lang. Durchfahrt verboten, Radfahrer abschalten, absteigen. Wir werden mal hinfahren und mal gucken. Ich weiß nicht, ob es einen Weg außen rum gibt. Oder wo der dann lang gehen würde. Mal schauen. Also die Frage ist, kommen Anwohner da zum Beispiel durch? Weil da sind ja Autos. Dann muss es hier irgendwie doch durch. Super Strecke fürs Rennrad. Bin ein bisschen noch mal gefahren, aber hier ist gerade so sandig, das funktioniert nicht. Also wir sind bei 66,5 Kilometer, 3 Stunden und 5 Minuten unterwegs. Also das ist die Fahrzeit und ich habe fast 400 Höhenmeter. Das ist ganz ordentlich. Hier mal gerade Strecke, also glatte Strecke, ein bisschen Gummi geben hier. Und in den höchsten Gang. 45, 46. Boah, aber der höchste Gang ist echt, der ist echt hart. Das ist unter Geschwindigkeit, tritt sich hier dermaßen anstrengend. So, ein Stück weiter vorne hat mir das Navi gesagt, ich soll links fahren, wäre dann auf die Straße. Der Wegweiser hat gesagt, nach Fürstenberg geht's rechts. Und so sieht der Weg aus. Zurück hier das kurze Stück, der ist nicht weit da vorne. Sind wir von links gekommen, hätten nach links abbiegen sollen, also jetzt geradeaus. Aber das da, also da waren noch andere Leute, die auch dachten so, nee, müssen wir jetzt hier wirklich lang? Okay, die hatten keine Rennräder. Aber auch, sagen wir mal, ein Trekkingrad mit Gepäck ist sowas auch nicht schön. Zwölf Kilometer oder so vor Fürstenberg, Straßen, also nicht Straßen, nur mit einem S. Ja, und da um die Kurve hinten muss eine Schleuse sein. Und die beiden Hausboote hier, die kommen gerade aus der Schleuse anscheinend. Und jetzt ist da vorne grün geworden, jetzt dürfen alle anderen hier in die Schleuse reinfahren. Dann legt mal los, Leute. Die wollen nicht so richtig. Grüner wird's nicht. Genau, dann von hinten einfach vorbeizischen. Ein paar Leute sind da, scheinen da ein bisschen professioneller, wasserwandermäßig unterwegs zu sein. Ein paar nur sehr zum Freizeitvergnügen. Aber ist ja beides auch okay. Das Hausboot da vorne will auch.
Steinförde kurz vor Fürstenberg. Eismanufaktur Winterfeld. Ich musste einfach nochmal anhalten und mir einen Eiskaffee holen. Tut mir leid, war so mega nass. Aber jetzt geht's weiter. Fürstenberg Havel, Wasserstadt, Fürstenberg Havel. Yay, da sind wir. Sind wir noch zum Bahnhof? Schaffen wir aber ganz locker. Go. Okay. Dahinter müssen wir rechts. Uhr 25. Okay, dann ist der Zug zurück gerade weg. Ich glaube, nämlich hier vorne kommt der Bahnhof gleich. Vielleicht ist es nicht, ne? Na gut. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Viertelstunde Zeit oder so. Können wir noch einmal durch Fürstenberg cruisen. Die Stadt noch ein bisschen anschauen. Vorne ist der Bahnhof, ja. Beziehungsweise ich kann einmal gucken, ob der Zug Verspätung hat. Dann würde ich ihn vielleicht doch noch kriegen. Wenn nicht, cruisen wir noch ein bisschen durch Fürstenberg. Dann können wir noch die 100 Kilometer voll machen. Ansonsten sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Mir hat es gefallen. Ich fand es gut. Und wenn es euch auch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich bin gerade in Fürstenberg vor der Kirche. Muss tatsächlich fast eine Dreiviertelstunde warten. Und hier gibt es einen Trinkwasserbrunnen oder eine Trinkwassermöglichkeit. Ich habe meine Flasche aufgefüllt. Das sollte es öfter geben, fände ich cool. Ansonsten gibt es ein bisschen Kunst und wir werden noch ein bisschen durch die Stadt fahren. Hier ist aber auch sehr viel mit Kopfsteinpflaster. Das ist dann nicht so angenehm. Fürstenberg ist nicht nur deswegen Wasserstadt, weil die Havel da durchfließt, das macht sie auch, aber es gibt also quasi zwei, drei, also viele Seen. Wir biegen jetzt hier mal ab in diese Grünanlage, wo Radfahren verboten ist natürlich. Warum? Keine Ahnung. Und da ist nämlich ein See, Spielplätze und alles Mögliche. Genau, ein See auf der anderen Seite ist auch ein See und ich bin mir gar nicht sicher, ob es hier noch ein See gibt, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht genau. Fischbrötchen. Nee, nach dem Eiskaffee. Heute mal. Bühne, aber heute nicht los. Da vorne geradezu, das Schloss wird jetzt gemacht. Das sieht so aus. Das ist das Schloss von Fürstenberg. Das war mal ein Altenheim, dann stand es ewig leer. Wäre nicht schön, wenn es gemacht wird, wenn irgendwas Schönes rauskommt.